As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer erneut weiteren Folge hier auf Game Inc., eurem Videospielekanal. Meine lieben Game Inker, wir sind mittlerweile bei Folge 6 des Durchgenudels zu Mark of the Ninja, pardon. Und befinden uns immer noch in diesem Ventilationsschacht mit Rohren und Kabel. Wusstet ihr, dass es eine Schrift namens Kabel gibt? Die sieht aus wie ein Kabel. Könnt ihr mal googeln, viel Spaß. Aber zurück zum Thema. Wir haben hier zwei Vasen und einen solchen Lüftungsschacht. Als ich mir eine der letzten Folgen angeschaut habe, um zu schauen, ob da alles funktioniert hat mit Aufnahme, konnte ich feststellen, dass einer der Generatoren mit diesem Ding hier verbunden war. Ich frage mich also, was bewirken die? Das weiß ich bisher noch nicht. Ich dachte bisher, die wären Dekoration. So, da sehen wir schon den nächsten Schacht, wo ich auch hätte rauskommen können. Okay. Almost back on. Habe ich hier also ein Zeitfenster, das ich nutzen sollte? Sieht der mich oder sieht er mich nicht? Oh oh. Oh oh. Ich befürchte, mein Zeitfenster ist vorbei. Nein! Jetzt weiß ich, was es zu bedeuten hat. Oh Gott! Ich dachte, es wäre ein Lüftungsschacht. Dabei ist es ein scheiß Riesenkanone. Meine Fresse. Habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte, es wäre ein Lüftungsschacht. So ein Ventilator oder sowas, ne? Wer rechnet denn damit, dass es eine Kanone ist? Die zwei habe ich natürlich übersehen. Beziehungsweise sind mir aufgefallen, ich habe mir nur nichts dabei gedacht. So. Aber wir sind jetzt zu unserem, ja, Vorteil, Schrägstrich, Nachteil ein wenig gespoilert und wissen, was zu tun ist. Tatsächlich lag ich ja recht, richtig mit meiner Vermutung des Zeitfensters. So, jetzt bloß leise sein. Finde ich ein, sehr schön. Nein, du sollst den bitte schnappen. Finde ich eine schöne Idee, das so miteinander zu verbinden. Eben mit dem Zeitfenster und allem. Jetzt kann ich mal gerade gucken. Den kann ich nicht runterwerfen. Und wir haben nochmal unseren Checkpoint. Ah nein, der ist schon ausgelöst worden. Okay, was ist denn jetzt los? Okay, das sind offenbar nur die Gerätschaften, die sich einstellen, anschalten. Oh, hier leckt es gerade. Da haben wir einen Haufen Licht. Ach so, okay. Also folgende zwei Lösungen. Entweder ich schleudere meine... Bemerkt er mich? Nein. Meine Bambuspfeile hier raus. Oder ich schnappe mir den Typ da hinten, positioniere ihn irgendwo hier, infolgedessen die sich hoffentlich ausschalten. Denn das scheint dieses Geklicke hier gerade zu sein. Ich glaube, ich mache es so. Oh, da komme ich nicht ran. Haben wir ja auch einen Sensor? Ja. Der fährt da oben entlang. Bis wohin fährt er? Da geht er aus. Der fährt nur bis dahin. Okay. Die Lampe oder die Lampe? Oder wenn... Ne, da komme ich nicht ran.
Frage ist, wenn ich die hier nehme, ob er auch weit genug läuft. Ach scheiße. Nehme ich beide? Na, probieren wir es so. So. Jetzt lauf. Er läuft. Ah. Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich jetzt umdreht. Oh. Ja, nee, das funktioniert nicht. Das ist jetzt natürlich ungeschickt. Schauen wir doch mal, ob der andere Weg hier funktioniert. Nimm ihn. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das funktioniert. Ich will nicht wieder drauf gehen. Weil die sind immer noch an, trotz dieser Distanz. Und ich würde die doch schon gerne aushaben. Ah, wunderbar. Das funktioniert gut. Vielleicht hätte ich das Licht hier ausmachen sollen. Dann wäre er darüber gegangen, hätte sich umgedreht. Ich hier unten schnell rum und hätte ihn mir geschnappt. Ach, verdammt. Jetzt dreht er sich natürlich nicht um, ne? Er kommt. Du musst dich umdrehen, Junge. Ich glaube, wir haben es verkackt. Aber es doch noch geschafft. So, du bleibst bei mir, denn dich brauche ich. Oh, Junge, Junge. Sonst gehe ich hier nämlich noch drauf. Da ist nichts mehr, ne? Du sollst ihn mitnehmen. Bist du irre? Da ist wieder so eine Pseudo-Lüftungsanlage. Na? Kann es sein, dass wir unsere 20, tatsächlich, wir haben die 20 Laben erfolgreich gemeistert. Ja, das war doch gar nicht mal so schlecht. Das war jetzt schon wirklich, muss ich sagen, nicht schlecht. War auch nicht so einfach. Nicht, dass du mir jetzt runterfällst, das wäre nämlich echt dämlich. So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen nach oben. Das wirkt manchmal echt eigenartig. Es scheint wohl im Hintergrund zu sein. Es muss aber echt weit entfernt sein, wenn sich das perspektivisch so verhält. So, da können wir rein. Ich möchte noch ein bisschen weiter hoch und gucken, was mich... Oh, wir haben eine zweite Luke. Okay. Nein, nein. Weiter kommen wir wahrscheinlich nicht. Nein. Unten oder oben? Gehen wir mal hier rein. You're almost at the roof. Ja. 19. Etage. Eine Doppeletage, wie es aussieht. Ja, das ist jetzt hier wieder nicht sehr eindeutig, finde ich. Ich weiß nicht, ob dieser Boden hier durchsichtig ist. Der sieht mir recht durchsichtig aus. Ich möchte mal erst gucken, was da unten noch zu sehen ist. Moment. Kann ich hier noch ein bisschen rüber? So. Ich sehe da auch nicht mehr. Dann gucken wir nochmal unten. Ob da nicht eventuell schon einer steht. Schleicht das... Da haben wir ihn. Seht ihr?
da hinten ist noch einer. Das Licht ist aus. Ich könnte mir den hier vorne schnappen. Den könnte ich mir schnappen. Ich wage es. Ich wage es noch nicht. Jetzt wage ich es. Turning the power back on for 19. Nimm ihn. Ich wollte noch die Lichter ausmachen. Eventuell hätte er nicht reagiert. Weil die Lichter noch nicht an waren. Jetzt hat er natürlich zwei Möglichkeiten, das festzustellen. Einerseits am Geräusch und andererseits am Licht. Ne? Ah, verdammt, kann ich das irgendwie rückgängig machen? So. Für alle die, die sich gerade über diesen möglichen kleinen Cut wundern, ich bin aus dem Spiel rausgeflogen. Ich hatte versucht, diesen Holzbambus-Pfeil aus dem Schussauftrag, so nenne ich das jetzt einfach mal, rauszunehmen mit der Escape-Taste und dann hat es mich aus dem Spiel rausgehauen. Die schnappe ich mir jetzt. Tja, so schnell kann es gehen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier einen möglichst nahtlosen Übergang hinkriege. Also nicht wundern. Und da wären wir schon. Im nächsten Raum. Mit dem nächsten Opfer. Und den nächsten Punkten. Aha. So, ich glaube, es wird langsam an der Zeit, oben rum zu gehen. Wobei das... Achso, ja, ich habe ja hier Vasen und dergleichen. Dann machen wir das doch gerade. Dich machen wir zu. Die Animationen fürs Türen schließen sind ein bisschen eigenartig. Kann es sein, dass er im Schacht mehr Lärm macht? Ja, jetzt haben wir natürlich den Laser, ne? Oh, wir haben sogar zwei. Aber die Distanz, die kann er zurücklegen, ja? Oh. Das ist euer Ernst. Zack. Da haben wir den nächsten. Den werden wir da unten wohl brauchen. Gucken wir mal, wo wir... Also jetzt gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Da geht's hoch. Hier haben wir einen Oh, hier haben wir noch etwas anderes. Den lasse ich mal vorübergehend noch an. Glint of Shuriken. Reflects as fear in the eyes. Habe ich gerade Lärm verursacht? Oh, die Krähen. Ey, die hören halt auch alles, ne? Ja, ist klar. Jetzt haben wir dich auch noch verscheucht. Glückwunsch.
steht er da draußen, ja? Kriegt er das jetzt mit? Offenbar nicht. Sehr zu unserem Vorteil. Die Lampen haben wir ja, da lassen wir es jetzt auch nicht drauf ankommen. Aber hier die Punkte möchte ich noch gerne haben. Da juckt es in der Nase. Dieses Jucken. Na, komm, Junge. Sollen wir den da hinten noch erledigen? Ich möchte mir zumindest mal angucken, wer da steht. Ach komm, wir holen uns die Punkte. So. Und wieder am Zerren der Leichen. Wir wissen ja, gelernter Leichenzerrer. Haben wir schon in der vorigen oder in einer der vorigen Folgen in Erfahrung gebracht. Da haben wir vom Besten der Besten gelernt. Unser Meister. Natürlich voller Stolz. Und in seinem guten Namen. Erklimmen wir diesen Turm und da ist sie wieder. Die schleicht sich hier jedes Mal an und verursacht so viel Lärm. So, diesmal bin ich nicht. Kann ich hier mehrere auf einmal? Nein. Diese Brutalität. Aber auf die reagieren sie nicht, ja? Ich hab euch noch gekriegt. Okay, da ist nichts. Na dann. Wunderbar, meine Güte, alles in Gold. Guckt euch das an. Oh, ist das schön. Ein Erfolgserlebnis. Aha. We made it into the complex. This way. Ja, das sage ich nur. Ehre, wem Ehre gebührt. Bis auf diesen letzten Punkt. Das verstehe ich nicht so ganz. Weiß ich auch nicht, ob das möglich ist. Offensichtlich scheint es in jedem Level so zu sein. Da ist dann natürlich die Frage, ob das dann auch ausreichend Punkte gibt, um hier diese Siegel zu bekommen. Mal 5000. Ich glaube, da habe ich mehr mit dem Erledigen der Leute hier erreicht. Da weiß ich jetzt nicht, was so sinnvoll ist, welchen Weg ich da bevorzugen möchte. Aber okay, gehen wir ins nächste Spiel. Oder besser gesagt, Level. Karjan must be close. We still need to locate him. Die dunkelsten Gassen. Karajan auf den Fersen. Dringe in den Sendeturm ein. Dann prüfen wir doch mal, was hier alles ansteht. Wir sind offenbar wieder sowohl in die Breite als auch in die Höhe gefächert. Erneut 3 Siegel. Punkte. Und. Oder vielmehr solche Schriftrollen. Das sind ja die Siegel. Geh in den Sendeturm, ohne entdeckt zu werden. Töte 6 Wachen des Kuriers. Mhm. Fülle 5 Mülltonnen mit erledigten Wachen.
Ich erinnere an das, was ich vorhin bei der Punkteübersicht gesagt habe, aber okay. Also 5 Mülltonnen, 6 Wachen. Ich denke nicht, dass das die gleichen Personentypen sind oder Gegnertypen und natürlich nicht entdeckt werden. So, in dem Pausemenü gerade, vielmehr in dem Lademenü, gab es ein paar interessante Tipps. Diese schneide ich nebenbei raus, das muss jetzt hier nicht unbedingt sein. Da gab es zum Beispiel diesen Tipp hier. Okay, wie ist das? S gedrückt halten und Rechtsklick gedrückt halten. Also ich muss sagen, es erinnert mich immer mehr an Spider-Man. Oh, das ist ja cool gemacht. Aber man sieht, das geht hier nicht sehr flüssig voran, wenn man hoch will. Sollte man berücksichtigen. Ja, und wozu dienen uns die Siegel? Dadurch. Time for some acrobatics. Use your chain to lower yourself until you can jump to that ledge. Oh, das hättest du mir aber vorher sagen sollen. Ah ja, zu den Siegeln noch. Damit kann ich Kostüme freischalten. Das werde ich mir nachher mal genauer angucken. Eventuell zeige ich euch das auch, wenn es sich lohnt. Schwingen kann ich hier nicht. Okay. Und mit diesen Kostümen kann ich spezielle Fähigkeiten einsetzen. Welche das sein sollen, wurde aber nicht gesagt. Das war ein bisschen zu tief. Ach, okay, das war zu hoch. Ich nehme an, ich muss hier ganz platt einfach so tief, wie es nur geht, mich abseilen lassen und dann bin ich da. Ja, da habe ich mich zu früh verschätzt. In meiner Annahme, dass ich hier schätzen müsste. Jetzt muss man es natürlich ausnutzen. Es wäre ja cool, wenn ich hier so herumhänge, dann kommt da jemand und ich schnappe ihn mir von oben. Und erdrossle ihn. Zum Beispiel. Und wir kennen aus dem Speziallevel diese Decken. Konstruktion, da können wir uns dran halb festhalten. So, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist jetzt natürlich sehr cool. Wie komme ich da hoch? Okay, er macht das glücklicherweise automatisch. Sonst wäre ich hier echt aufgeschmissen. Ja, 6 Wächter soll ich hier erledigen. Ich müsste jetzt halt noch wissen, wie diese Wächter genau aussehen. Komm, 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 komm. Der bemerkt das jetzt natürlich nicht. Hast du dich verschluckt? Na Leute, ich möchte aber gerne meine Punkte hier haben. Warum muss ich die denn dann nochmal anheben für? Da hinten war nichts mehr. Da war nichts mehr. So, dann gehen wir hier hoch. Gucken uns erstmal oben um. Ja. Kommen wir da auch hoch? Tatsächlich. Und da haben wir schon etwas zu entdecken. Ein Artefakt. Da kommen wir nicht weiter. Es leckt gerade ein bisschen. Ich hoffe, dass das nicht zu stark im Video sein wird. Ich frage mich, woran das liegt. Das Spiel läuft sonst die ganze Zeit sehr flüssig. Und dann hat es immer wieder diese kleinen Einbrüche. Okay, ein Checkpoint. Diesmal ohne die Raben.
Vielleicht sind die Raben doch nicht maßgeblich für die Checkpoints. Kann ich mich an dieser Stange festhalten? Nein. Sieh an, ein Hund. Dann wollen wir doch mal... unser Ventil hier nutzen. Ob der Hund uns eher hört als die Menschen? Ich glaube, wir sind von oben besser beraten. Hoch. Tja, ich weiß jetzt nicht, wie man mit diesem Gegnertyp umgeht. Ich hoffe, du hältst dich da oben fest, Junge. Bellt er? Der Bell. Er hält sich Gott sei Dank fest. Ach was. Okay. Er bellt nicht. Das ist deren Geruchssinn. Alles klar. Jetzt schaut euch mal an, wie der hier steht. Nichts Böses ahnend. Oh Mann, du hättest da runtergehen sollen. Na, jetzt muss ich wieder warten. Man kann ja kurz mal gucken, das habe ich jetzt nicht gerade in Erinnerung, ob ich auch hier hoch kann. Nein, kann ich nicht. So, jetzt aber. Sag mal, ich klicke doch in die richtige Richtung. Warum gehst du nicht dahin? Ich möchte ungern runter müssen. So ein Hund hört doch bekanntlich auch sehr gut. Jetzt hoffe ich noch, dass ich das in der Folge schaffe. Andernfalls wäre das hier schon reichlich knapp. So, jetzt aber. Ah, wunderbar. Okay, ich kann ihn nicht von oben holen. Ist das jetzt einer der Wächter? Ich kriege nicht angezeigt, ob ich schon einen erledigt habe. Ich weiß nicht, ob das einer dieser Wächter ist. Nun gut. Schauen wir noch gerade mal, was hier ist. Und da ist schon der nächste Gegner. Wunderbar. Alles klar. Dann wissen wir, was ansteht. Und wir werden hier einen kurzen Cut machen. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei der nächsten Folge, wenn es heißt Game Inc. durchgenudelt Mark of the Ninja. Bis dann.